Dieselbe Sonne den Rücken, denn wir alle zerreiben dieselbe Erde zwischen unseren Fingern. Wir alle sind am Leben Klebende und wir alle sind auf Atem Hoffende. Wir haben den Standort Malz für diese Ausstellung ausgewählt, weil Malz genau zu diesem Thema Demokratie hier in Südtirol eine besondere Bedeutung hat. Es ist ja ein Grundrecht der Demokratie, die freie Meinung zu äußern. Es ist wichtig, dass verschiedene Meinungen angehört werden und respektiert werden. Nur so kann man in einer Gemeinschaft wachsen und auch voneinander profitieren. Nur so kann ein immer starrer werdendes System aufgebrochen werden. Dürfen Bürger etwas wollen, das vielleicht nicht alles gesetzlich schon geregelt ist oder vielleicht mal anders geregelt ist? Die Frage, was dürfen Bürger und Bürgerinnen eigentlich wollen? Das Volk soll eigentlich bestimmen, was sind unsere Werte. Und nicht der einzelne Politiker, der dann beeinflusst ist von irgendwelchen Interessensverbänden und dann sich leiten lässt, Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu fällen. Das finde ich nicht ganz korrekt. Was kann man konkret tun? Ja, einfach ein bisschen mehr Schneid haben, ein bisschen mehr Mut haben und oft mal auch am Stammtisch auch irgendwo mal sagen, so ist es halt nicht in aller Freundlichkeit, man muss nicht streiten und man muss nicht mit anhupfen. Demokratie heißt gemeinsam gestalten. Die Beteiligung aller Menschen ist ein wichtiges Werkzeug der Demokratie.
Sie lebt davon, dass alle, die in ihr Leben mitreden und mitgestalten können. Der Schlüssel zur Demokratieausübung ist die Schaffung eines öffentlichen Raumes und danach dessen Kultivierung und Erweiterung. Dass Demokratie nicht etwas in Erz gegossenes ist und ständig neu verhandelt und austariert werden muss. Ich bin eher ein bisschen optimistischer. Ich glaube, die Phase von dem Neoliberalismus, also Turbokapitalismus, der Tienkram, was auch immer, das zeigt sich langsam, das geht nicht, das funktioniert nicht. Dem nachzugehen, Demokratie, Politik und Kunst, wie kann man das zusammenbringen? Eine Demokratie, die es wirklich uns allen möglich macht, selber zu entscheiden, wie wir auf der Welt ein erdenverträgliches Leben finden. Wichtig wäre zum Beispiel auch die weitere Ökologisierung der Landwirtschaft. Die heutige Ökologiehaltigkeit der Landwirtschaft in der Schweiz ist eindeutig eine Frucht von Referenden und Volksinitiativen der letzten 30 Jahre. Im Parlament wäre das nie so zustande gekommen, weil dort die Großbauern und die Produktionsbauern zu viel Einfluss immer hatten. Ich glaube, Kunst schafft, wenn wir so wollen, Illusionen. Die hat, oder anders gesagt, der Vorteil der Kunst ist, dass sie Spielräume schaffen kann, ja? Die nicht unbedingt Realität sein müssen, vielleicht auch nicht Realität sein werden. Wir haben heute zum Beispiel eine Strömung von Künstlern, die sehr stark, sagen wir, eher auf einen in Richtung von dekorativen, auf Repräsentation ausgerichteten Kunstbegriff sich orientieren. Und von denen kann man nicht erwarten, dass sie zum Beispiel sich für politische Fragen interessieren. Also